Hans, mein Igel, aber hütete seine Schweine, und die Schweine bekamen wieder Schweine und wurden so viel, dass der ganze Wald voll war. Da wollte Hans, mein Igel, nicht länger im Wald leben und ließ seine Worte sagen, sie sollten alle Ställe im Dorf räumen, denn er käme mit einer so großen Herde, dass jeder schlachten könnte, der nur schlachten wollte. Da war sein Vater betrübt, als er das hörte, denn er dachte, Hans mein Igel wäre schon längst gestorben. Hans mein Igel aber setzte sich auf seinen Guckelhahn, trieb die Schweine vor sich hin ins Dorf und ließ schlachten. Huh, da war ein Gemetzel und ein Hacken, das man 2 Stunden weit hören konnte. Danach sagte Hans mein Igel, Wetterchen, lasst mir meinen Guckelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen. Dann reite ich fort und komme mein Lebtag nicht wieder. Da ließ der Vater den Guckelhahn beschlagen und war froh, dass Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte.